Hi, ich bin Jonas, arbeite bei Sonnen im Marketing hier in unserem Büro in Berlin. Und Sonnen, wir sind Hersteller von Speichersystemen für Photovoltaikanlagen. Wir stehen hier auch gerade vor einem unserer Geräte, in denen sich Eigenheime zu einem hohen Maße autark mit Strom versorgen können in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Wir sprechen hauptsächlich Einfamilienhausbesitzer an, die schon eine PV-Anlage installiert haben oder gerade planen, eine PV-Anlage zu installieren und sich zum Ziel setzen, sich möglichst autark mit eigenem sauberem Strom zu versorgen. In so einer Anlage, wie wir sie hier sehen, können wir von 2 bis 16 Kilowattstunden Strom speichern, was tatsächlich sämtliche Haushaltsgrößen eigentlich abdeckt. Und auch darüber hinaus können nämlich unsere Batterien auch erweitern, sodass man tatsächlich ja auch für Gewerbetreibende interessante Lösungen anbieten kann, um Strom zu speichern. Wir haben natürlich eine App, die wir mittlerweile auch schon in verschiedenen Versionen haben, also nicht erst seit gestern damit angefangen haben, aber auch tatsächlich über einen PC, Tablet, also die Batterie ist tatsächlich von vielen Endgeräten ansteuerbar. Und unsere Kunden haben über die App, über den PC zu jedem Zeitpunkt, von jedem Standpunkt der Welt, solange Internet, können sich unsere Kunden auf die Sonnenbatterie schalten, sehen zu jeder Zeit, was tatsächlich auf dem Dach von der Photovoltaikanlage produziert wird, ja, wie hoch der Verbrauch gerade im Haushalt ist, aber auch wie der Füllstand, sage ich mal, der Batterie gerade ist. Im Englischen, Energy is yours. Das ist unser Motto. Wir wollen, dass sich unsere Kunden autark, unabhängig machen von konventionellen Stromanbietern, von konventionellen Stromquellen und die eigene saubere Stromenergie vom Dach, von der Photovoltaikanlage nutzen. Im Durchschnitt erreichen unsere Kunden tatsächlich einen Schnitt von 80% Autarkie über das ganze Jahr verteilt. Ja, das heißt, fehlen nur noch 20% und das ist schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu der Energiewende und dazu wollen wir bei Sonnen auch unseren Beitrag leisten.